Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwas filmen und habt mega Bock auf einen anamorphen Look. Ihr geht also ins Internet, sucht anamorphes Objektiv. Ihr wollt es kaufen und dann seht ihr den Preis. Moin Leute. Heute soll es also darum gehen, wie ihr für 10 Euro einen anamorphen Look simuliert. Wer aber überhaupt keine Ahnung hat, was ich überhaupt gerade rede, dem eine kleine Vorstellung. Puh, schon wieder so eine alberne Stimme aus dem Off. Naja, wenn's sein muss. Wenn ich etwas anamorph filme, also richtig, dann wird mein 16:9 Bild durch das anamorphe Objektiv verzerrt und in der Post dann auf 21:9 gestreckt. Durch diese Verzerrung erhalte ich dieses ovale Bokeh. Außerdem sind diese Objektive so gebaut, dass sie waagerechte Lensflares produzieren. Das liegt daran, dass sich das Licht an eben genau dieser Stelle bricht. So, ihr könnt diesen Look allerdings selber erzeugen. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht für so einen anamorphen Adapter Papier, also Drucker, einen UV-Filter oder auch irgendeinen Filter, den ihr benutzen wollt dafür, eine Angelsehne oder etwas vergleichbar Dünnes und gegebenenfalls noch Gummiband bzw. Klebstoff. Ich habe einen Link zu den Vorlagen mit dem ovalen Bokeh in die Beschreibung getan. Die müsst ihr einfach ausschneiden bzw. vorher natürlich ausdrucken und dann auf euren Filter legen. So, wie macht man das jetzt fest? Ich habe das mit Hilfe von Tesastreifen erledigt, hält jetzt zwar nicht mega gut, reicht aber völlig aus. Jetzt habt ihr schon den Großteil erledigt, jetzt fehlt nur noch die kleine Angelsehne, damit das Licht bricht. So, ich habe in dem Fall einfach ein Stück Angelsehne gekauft, ausgeschnitten und auf dem Filter mit Hilfe von Gummiband bzw. Kleber befestigt. So, das war's eigentlich schon und fertig ist dann euer anamorpher Adapter und ihr könnt quasi, wenn ihr vorsichtig damit umgeht, direkt loslegen. So, der Vorteil bzw. für einige auch Nachteil dieses Adapters ist nämlich, zum einen, dass wir durch den Filter natürlich einen gewissen Qualitätsverlust haben. Das sieht man zum Beispiel an den Vignetten-Effekten, die zum Teil eben nicht immer, kommt darauf an, ob ihr 50 mm oder eben mehr, weniger verwendet. Bei weniger sieht man es immer mehr. So, zum anderen habt ihr natürlich den Vor- bzw. Nachteil, wie man es eben sieht, dass ihr euer Bild nicht mehr in der Post-Production strecken müsst. Also, ihr könnt direkt anfangen. Gleichzeitig habt ihr natürlich dadurch, müsst ihr wieder Letterboxen drüberlegen, ist eben Ansichtssache, wie man das sieht. Gut. Ich bedanke mich. Wie gefällt euch eigentlich so ein Format, wie ich es jetzt gerade gemacht habe? Oder wie steht ihr überhaupt zu anamorphen Objektiven? Ich bedanke mich. Ich sage bis dahin. Tschüss.